Hallo, willkommen zurück hier bei Child of Light. Ich musste hier irgendwie noch ein bisschen des Weges zurücklaufen, beziehungsweise ich war halt irgendwie eine Stufe weiter hinten noch. Weiß jetzt auch nicht, warum das so ist. Aber wir haben in der letzten Folge hier an dieser Stelle aufgehört. Haben unsere Schwester gefunden, ja, schon vor 2 Folgen, aber in diesem Abschnitt hier haben wir sie quasi gefunden. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Da ist wieder so ein Typ. Okay. Wir können ja eigentlich auch einfach versuchen, die Sachen zu holen, ohne zu kämpfen, oder? Ich denke mal, ihr würdet euch auch freuen, wenn wir jetzt nicht unbedingt ständig kämpfen müssen, sondern quasi hauptsächlich die Kämpfe machen, in die wir reingeraten, beziehungsweise die wir machen müssen, um irgendwo voranzukommen oder so. Ich denke mal, das wird schon vollkommen ausreichen an Kämpfen. Wie cool. Was gibt's denn hier? Kann man da irgendwas machen eigentlich? Oh Gott. Ach du Kacke. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Schnell. Schnell. Oh Gott. Ich habe gar nicht gesehen. Diese Typen sind echt fies, ne? Ich achte da gar nicht drauf, dass die an jeder Stelle sägen oder dass die immer auf den Boden runterkrachen, ey. Unfassbar. Unfassbar echt. Ah. So, okay. Hier unten ist nix. Nee. Gehen wir mal hier weiter. Hier geht es auf jeden Fall auch weiter. Aber hier sind auch noch ganz viele Truhen. Okay. Antidot. Wir gucken mal eben hier oben. Okay, hier ist scheinbar niemand und nichts. Yay. So, und da drüben müssen wir scheinbar runter. Durch diese Teile durch. Da haben wir hier wieder zum Glück was, was das Ganze ein bisschen vereinfacht, um hier durchzukommen. Sehr schön. Gut. Pfui. Sehr schön, okay. Hätten wir auch die ganzen Kisten geleert und so weiter, was wir denn alles brauchen. Immer ein bisschen nach oben gucken, man könnte ja was verpassen. Was irgendwelche Sachen sammeln angeht. Okay, dann geht's hier scheinbar runter. Okay. Wir sind viel zu langsam, wenn wir laufen. Oh, was ist hier? Oh, und Lebenspunkt haben wir auch nochmal. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Ja, ich bin mal gespannt, was es mit den Schreinen auf hat. Da haben wir jetzt schon einige gefunden. Oder ist das so ein Schrein, wo wir dann immer zu den jeweiligen, Orten kommt? Kommt schon her, ihr kleine Bande. Oh. Oh, wer ist das denn? Wer treibt sich hier rum auf meinem Lande? Okay. Oh, da sind diese knuffigen Viecher. Wie cool. Ja, mal sehen, wer das denn ist, ne? Hi. Hallo, werte Dame. Sieht aus wie eine Dame. Obwohl man sie nicht unbedingt Dame nennen möchte, vielleicht, ich weiß es nicht. Madame Capilli, bitte verzeihen Sie. Einen Weg zum Tempel in den Wolken suchen wir. Die einsame Capilli, okay. Bin keine Madame, keine Sie. Ich gehöre nicht zu den Stadt Capilli. Hör nicht auf die Minzefresser, vertraue nur mir. Hast du dir mal gefragt, warum schmeckt sie kalt? Was? Die sagen's nicht. Aber ich habe Verdacht. Aha. Danke für die Warnung, doch muss ich gehen. Warte, ich sehe, du hast Okuli mitgebracht. Ich geb dir welche. Willst du dir schützen? Entschuldigung, ich sollte das aufhören. Hier ein kleiner Tipp. Er könnte dir nützen. Zu mächtigeren Vereinen kannst du sie. Oh, das ist cool. Probier's aus, find heraus wie. Du kannst sie auch schenken, wem du vertraust. Zu teilen würde ich dir empfehlen. Nur raus hier, junge Hüpfer. Nur raus hier, junge Hüpfer. Mehr werde ich eh nicht erzählen.
Okay, sie hat uns scheinbar einen kleinen Tipp gegeben. Wir haben Saphire bekommen. Cool. Dann werden wir gleich mal schauen, ob wir die auch kombinieren können. Interessante Dame. Sie hat ein bisschen was von den Piraten, ne? Dass die so alleine wohnt. Naja, warum nicht, ne? Okay, interessant. Was steht hier? Hinauf in die Stadt der Bolmus Populi. Okay. Rechts in Mathildes Wald. Verarschen? Oh. Hier seid doch wahnsinnig, ey. Gott, zum Glück kann ich fliegen, dass ich mich mit der nicht beschäftigen muss. Aber ihr könnt mir ja gerne sagen, ob ihr das irgendwie doof findet, dass ich so viele Kämpfe dann mir entgehen lasse. Oh, wie schön. Guckt doch mal, wie schön das hier ist mit dem Wasserfall. Müssen wir da so weit hoch? Cool. Ich gehe erstmal kurz wieder runter. Ich glaube, dort oben müssen wir nämlich weiter. Huch! Oh Gott, so weit runter wollte ich gar nicht. Aber guck mal, wie so eine Oase ist das hier. Ich wollte zu der Kiste ran. Wir müssen hier kurz rein. Sehr schön. Dann können wir die aufmachen. Hier unten geht es nicht weiter. Okay. Beschleunigungselixier. Ich wollte nämlich hier ganz unten nochmal gucken. Da geht es, glaube ich, auch weiter. Genau hier. Huch! Nein, nicht da. Nicht da. Da geht es nicht weiter, aber da drüben geht es weiter. Da wollte ich nochmal kurz reinschauen. Aber ich glaube, wir müssen nach oben, um zu dieser komischen Stadt zu. Oh. Oh. Okay. Interessant. Können wir hier reingehen? Oh. Das ist spannend. Was ist hier? Oh, das ist so vielfältig alles. Weißt du, hier kannst du ja überall hingehen quasi. Oh, wir gehen erstmal hier lang, glaube ich. Das sieht cool aus. Sieht interessant aus. Wow, okay. Oh, es gibt hier so viele Möglichkeiten, wo wir hingehen müssen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll zuerst. Das ist richtig cool hier. Wow, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich in die Höhle zuerst hinabgehe. Oh, hier ist Gold. Cool. Oh, richtig viel Gold sogar. Wir müssen ja echt aufmerksam sein. Es ist ja dunkel hier, das heißt. Irgendwelche Gegner oder sowas könnten uns hier auf jeden Fall auflauern. Geschliffener Rubin. Einlull-Elixier. Wie gesagt, wir sollten aufpassen. Oh, da unten ist ein Bergarbeiter. Ist der nett? Wir können mit ihm reden. Ja, komm, reden wir mit dem. Kein Licht, es ist einfach zu dunkel. Nicht das leiseste Gefunkel. Hilft das? Hilft ihr das? Nein? Könnt ihr mir wohl euren Glühwurm geben? Nein, bedauere, das täte ich nie im Leben. Lieber würde ich sterben. Ich würde dir gern helfen. Ich brauche Licht. Ich armer Wicht. Oh. Das tut mir leid. Ich würde dir gern helfen, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Wenn ich eine Lampe finde, komme ich zu dir und schenke sie dir, okay? Aber ich wüsste jetzt leider nicht, wie. So, ich würde ja mal vorschlagen, wir schauen eben in diese Tür rein, die wir gerade gesehen haben. Die war ja hier oben. Die sieht auch sehr vielversprechend aus. Vielleicht kommen wir ja auch noch gar nicht rein. Mal gucken. Doch, da kommen wir rein. Mal sehen, was da auf uns wartet. Dann könnten wir unten weitergehen oder oben. Oh, ist das eine Lava-Welt? Müssen wir gleich mal gucken. Dann müssen wir uns ein bisschen auf Wasser, ein bisschen auf Lava spezialisieren. Das sieht sehr cool aus. Ja, es sieht aus wie Lava. Wartet mal eben. Dann mache ich gleich schon mal die Okuli rein. Machen wir hier gleich Wasserschaden. Geschliffener Saphir. Stark bei Feuer, schwach bei Blitzen, ja. Was ist das? Ungeschliffener Amethyst. Körperlicher Schaden 20%, wenn die LP unter 20% fallen. Ja, ich würde das auf jeden Fall nehmen. Dann Erdwiderstand. Machen wir hier Feuerwiderstand. Genau. Was ist das?
Körperlicher Schaden 5%. Magieschaden 10%. Ne, wir nehmen erstmal Feuerwiderstand. Was haben wir da? Magischer Schaden 20%. Ne, dann nehmen wir Magie um 4. Okay, Nora. Nora kann auch Okuli bekommen, auf jeden Fall. Ja, das können wir bei ihr nehmen. Dann Wasserwiderstand, okay. Und hier machen wir das, ausweichen. Nee, wen wollen wir denn jetzt noch mit dazu nehmen? Feuerwiderstand. Ja, dann nehmen wir Rubella mit dazu. Die ist eigentlich ganz gut ausgerüstet dafür. Oh Gott, oh Gott. Die Lava steigt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Ach du Schande, die steigt einfach! Hilfe! Warum steigt die? Hier gehen wir wieder raus. Ich weiß nicht, ob sie das resettet, wenn wir hier wieder reingehen. Ich glaube, da müssen wir ganz schnell runtergehen. Und, oh, okay, das machen wir ein andermal. Das machen wir ein andermal. Interessant auf jeden Fall. Fliegen wir hier mal weiter. Oh Gott! Ach du Scheiße! Oh, der hat mich so richtig erschreckt. Boah, ey, bist du Kacke. Ah, oh, ich sag doch, diese Typen sind echt mies. Die sind echt fies, sage ich euch. Für mich zumindest. Hier können wir doch bestimmt auch hoch, oder? Wenn ich mich hier anstrenge. Ja. Klar. Ist das das, wo wir hier quasi lang kämen, wenn. Nee. Oder doch? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, stimmt. Das wäre hier, wenn wir ganz oben gegangen wären. Gehen wir hier hin. Ah, das mit der Lava möchte ich auf jeden Fall auch noch machen, aber nicht jetzt. Machen wir später. Nee, hier ist ganz oben. Oh, okay. Was haben wir denn da? Nochmal ungeschliffene Rubine. Okay. Eine Stadt. Wir müssen nur über diese Kuppe steigen. Die Bewohner werden uns den Weg schon zeigen. Oh, da ist wieder so ein Teil. Oh, cool. Die Stadt von Mäusen und Magna. Oh, eine Mäusestadt. Oh mein Gott, wie süß. Oh. Sieht toll. Da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Wir werden auf jeden Fall auch wieder zurückkehren und quasi ein bisschen weiter unten auf dem Berg noch weiterarbeiten. Aber das ist ja knuffig. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Eine Stadt voller Mäuse. Hört ihr das Hintergrundgeräusch? Ich hoffe ja doch so ein bisschen. Das ist schon cool. Wie eine richtige Stadt halt. Um des Profits willen kann man sterben. Doch möchte ich lieber um Maid Margaret werben. Okay. Na dann viel Spaß euch beiden. Oh, ein Markt. Gibt's was Neues vom Börsenparkett? Der Kursabsatz ist fast komplett. Nee, der Kursabsturz ist fast komplett. Okay. Das sind hier scheinbar sehr feine Leute. Der Wechselkurs macht mir wieder Sorgen. Man sollte heutzutage nichts mehr borgen. Okay. Oh, hier können wir reingehen. Hier hinten sind dann auch noch Gassen. Okay. Da können wir auch reingehen. Die Rohstoffpreise fallen ungeniert. Verkaufe schnell, sonst sind wir ruiniert. Das ist genial einfach. Gut, hier kommt man quasi wieder raus oder geht man da rein in die Stadt? Ich weiß es gar nicht. Wir klappern mal die ganzen Häuser hier ab. Guck mal, was es hier drin denn noch so Schönes gibt. Ah, das ist so cool. Ich liebe dieses Spiel. Das ist so toll einfach. Das ist richtig cool gemacht. Ein Retter muss die Schatzkammer knacken. Den Liquiditätsengpass bei den Händlern. Warte.
Muss ich nochmal lesen. Bei den Hörnern packen, okay. Den Liquiditätsengpass bei den Hörnern packen, kein Problem. Ach, das Spiel ist so schön. Das ist echt klasse, dass hier alles so läuft. Nochmal. Hey da, ihr dort. Auf ein Wort. Eine Quest. Entschuldigt die Störung, aber eure Hilfe ist vonnöten. Ist das ein Drache? Hat er eure Kinder gefressen? Sollen wir ihn töten? Aber nein, so kostspielig ist es nicht. Ich habe nur dieses Haus erworben, erst neulich. Es muss geputzt werden, vom Keller bis hinauf zum Boden. Doch ein paar kleine Tiere im Keller sind unerfreulich. Könntet ihr meinen Ehrenmann davon befreien? Könntet ihr einen Ehrenmann davon befreien? Großer Ruhm wird eure Belohnung sein. Die Tür dürfte nun aufgesperrt sein. Okay, geht nur direkt herein. Ah, okay. Die Bolmus-Hölle. Klingt ja toll. Der hält sich sowas als Topfpflanze? Okay. Komm, nehmen wir die Sachen mit, die hier liegen, ne? Interessant. Sieht cool aus. Ja, gut, wenn er den Keller monsterfrei haben möchte, dann machen wir das natürlich. Hatten wir ja schon mal so einen Auftrag. Oh nein, habt ihr alle hier so ein Lava-Ding unter eurer Wohnung oder was? Sag mir nicht, dass die Lava hier wieder steigt. Noch mehr steigende. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Vieh? Geht's nicht weiter, okay. Ach du Schande. Aber wir sind ja schon gegen Feuer gerüstet. Einigermaßen, hoffe ich. Oh. Ach du Kacke. So, wir machen einen Hieb, ja, auf diese Spinne. Die eklige Spinne. Sehr schön. Verwundbar durch Wasser. Du machst dann erstmal einen Schutz vor Leid für alle. Ich hoffe, das kriegst du noch hin, bevor die hier angreifen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann kannst du noch mal einen Hieb machen auf die brennenden Nadeln. Oh je. Aber wir sind ja feuerresistent, so ein bisschen. Ah, es wird bestimmt gerade einer sie angreifen gleich, oder? Oder greift ihr alle Rubella an? Ah, oh, nee, okay, Tempo erhöht. Das ist okay. Okay. Sehr gut. Oh, du brauchst Leben, mein Kleines. Dann heil dich mal. Sehr schön. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Schaden gleich wieder. Also wir werden gleich die andere, den Kleinen holen quasi. Hieb auf die. Ja, bitte, bitte, bitte. Schnell möglichst. Brennende Ernte. Oh. Richtig schlecht. Okay. Ja, das ist schon heftiger. Wir sollten uns echt mal verteidigen. Ja. Das sieht nämlich nicht so gut aus hier mit uns beiden. Mit unseren beiden hier. Oh je. 13! Ach du Schande. Nee, komm, da müssen wir jetzt erstmal echt ein bisschen was machen. Okay, aber wir haben ja hier noch was zum Wünsche sammeln, zum Leben sammeln. Ich muss echt, wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Nehmen wir dich zur Heilung. Ich brauche eigentlich eher jemanden, der ein bisschen kämpfen kann, oder? Ich überlege gerade. Weil es geht halt vor allem um Schutz so ein bisschen. Nee, wir brauchen den, glaube ich, schon hier, unsere Rubella. Dann werden wir wieder ein bisschen Heilung auf sie machen. So, okay. Und du musst dann echt mal die erste. Du machst, glaube ich, mal eine Verteidigung, weil es kommen ja die drei gleich. Verteidige dich erstmal. Wir müssen uns echt ein bisschen schützen vor den ganzen Sachen, die hier kommen. Das ist echt heftig teilweise, ne? Das ist echt nicht schlecht.
Was die hier alle machen. So, du machst noch mal einen Hieb gegen die. Ich hoffe, dass du mal gegen Unterbrechung geschützt wirst. Okay, die gehen meistens auf Rubella. Konterheilung, sehr gut. Ah, sie heilt sich im Konter gegen den Angriff. Das ist cool. Die haben wir, ne? Ach, sie greift gerade an, okay. Dann. Willst du eigentlich wechseln lieber? Ich glaube ja. Ich glaube, du wechselst. Gehen wir nämlich zu Finn über. Und dann kann der nämlich angreifen gleich. Und zwar mit einem Monsun auf diese Spinne. Und du machst nochmal einen Hieb auf die, die schon mal wenigstens zurückgesetzt wurde. Jetzt bin ich mal gespannt, wie heftig Finn gegen diese Spinne jetzt ist. Die wurde ja noch gar nicht angegriffen. Das ist quasi vollständig neu. 100. Okay, das ist krass. Jetzt ist natürlich das Problem, wir haben gar keinen Schutz. Ich hätte eigentlich das eine Runde später erst machen sollen. Wir werden jetzt uns mal verteidigen vorher, damit wir nicht ganz so stark angegriffen werden. Das wäre nämlich echt kacke. Tempo von allen erhöht. Oh je. So, okay. Glühender Schnitt. Ja, das ist alles noch so in Ordnung. Wir sind feuerresistent, wir sind gepanzert. Du wirst dann nochmal einen Monsun ausüben und zwar auf diese Spinne da. Dann sollte die ja hoffentlich tot sein. Und du machst dann nochmal einen Hieb auf die da unten. Ich hoffe, mit vereinten Kräften kriegen wir jetzt beide Spinnen down. Ah, das reicht echt nicht. Wow, die haben richtig viel Kraft scheinbar. Das ist krass. Ah, okay, aber die ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Aber jetzt haben wir noch zwei Gegner und die kämpfen halt jetzt beide, leider. Und hoffentlich nicht ganz so sehr gegen uns. Okay, das passt schon. 79. Und jetzt hier nochmal Punkte von allem Möglichen. So, du. Nee, verteidigen noch nicht, würde ich sagen. Ich würde eher sagen, du handelst, mach nochmal einen Hieb auf die. Das sollte eigentlich reichen. Hoffentlich. Und du dann Monsun auf das Ding da hinten. Ich denke mal, das sollte ganz gut sein. Ah, okay, die brauchen noch einen Schlag. Die halten echt viel aus, ne? Das waren jetzt zwei Schläge mit 44 und einmal 100 vom Monsun. Das heißt, also die haben bestimmt 200 Leben ungefähr, glaube ich. Der war auch nicht schlecht. Den verlangsamen wir mal, die Spinne. Damit wenigstens die nicht angreifen kann. Dann verteidigen wir uns mal schnell. Das ist eigentlich immer ganz gut. Wow, krass. Ja. Und du machst dann nochmal einen Monsun auf den da hinten. Ja, würde ich sagen. Wir hätten natürlich die da machen können, aber. Na. Okay, heilen sollten wir uns. Aber na gut, wir sind wir sind gelähmt. Okay, das ist natürlich schlecht. Dann bringen wir nochmal einen Monsun. Sehr gut. Suchen wir den mal ein bisschen zu lähmen, dass er nicht ganz so schnell kann. Sehr gut. Machen wir nochmal einen Hieb auf die Spinne. Das sollte eigentlich passen. Und du wirst nochmal getauscht, glaube ich, gegen Rubella. Ich würde gerne sie nochmal ein bisschen was verteidigen lassen. Und zwar ein Schutz vor Leid für alle. Das wäre ganz cool. Oder warte mal, nur ein Schutz vor Leid. Und zwar für sie, weil sie hat ja scheinbar noch. So, jetzt wird sie mal zurückgesetzt, wenn sie nicht gleich stirbt. Sehr gut. Und die wiederbeleben. Oh, Kacke. Der kann wiederbeleben. Oh, das ist mies. Das ist echt mies. Okay, ja, dann dürfen wir das Ganze nochmal machen. Ich würde aber sagen, wir machen den erstmal down. Und zwar.
Probieren wir mal ein Sternlicht. Ich weiß immer nicht, wie gut die sind. Wir probieren mal ein Sternlicht bei dem. Und du wirst wieder getauscht. Ich brauche den nur. Ich brauche. Obwohl, nee. Nee, warte mal. Wir brauchen die nochmal, um zu heilen. Und zwar unsere liebe Aurora. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, du solltest jetzt zurückgesetzt werden. Wenigstens etwas. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Das werden wir ja gleich sehen. Ja, 43 geht, würde ich mal sagen. Aber es ist nicht verwundbar durch Licht. Ich will den Kampf auf jeden Fall gerne noch zu Ende machen. Brennende Nadeln. Okay. Den möchte ich gern verlangsamen. Schaffen wir das noch? Nee, warte. Ich würde dann gern wechseln zu Finn wieder. Genau. Und der kann dann wieder einen Angriff starten auf das Ding. Ja, machen wir einen Monsun. Und du machst auch noch einen Hieb. Dann könnte das auf jeden Fall helfen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber, oh, körperliche Unterbrechung. 48, obwohl wir feuerresistent sind. Das ist krass. Wie hätte er denn sonst gemacht? Hätte er uns sonst ganz getötet oder was? Das ist sehr viel auf jeden Fall. Okay. Aber wir haben wieder ein Blümchen zum Sammeln. Ja, der sollte sie auch mal ein bisschen schützen. So, du handelst nochmal, machst nochmal einen Hieb auf den. Hoffentlich bist du schneller. Ja, schaffst du. Sehr gut. Der da hinten ist gelähmt, leider. Oh, warum kontert der immer so viel? Oh, ist das krass. Warum kontert der so viel, Mann? Das ist ja viel zu viel. So, du musst dich verteidigen auf jeden Fall. Und du musst dann einen Trank nehmen. 50%. Ja, probieren wir mal den. Oh nein! 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 Okay, wir müssen gleich wiederbeleben. Jetzt müssen wir ihn auf jeden Fall heilen. Und schauen, dass der nicht davon kaputt geht. Yep, genau. So, wir wechseln nochmal gegen Rubella. Weil Rubella kann nämlich wiederbeleben. Ja, eigentlich könnten wir auch sie wechseln. Ich wollte aber eigentlich ihn wechseln gegen Rubella und dann Wiederbeleben machen. Ich weiß nicht, ob das dämlich ist. Wiederbelebung von ihr. Genau. So wollte ich das machen. Ja, mit 70. Eigentlich ist der viel schlimmer. So, du machst dann Schutz vor Leid für alle. Und du solltest dich verteidigen oder... Ja, doch, wir verteidigen dich mal. Nein, 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 nein. Nein, die dürfen nicht schneller sein. Oh, ja, genau deswegen. Okay, kann sich wieder heilen. Sehr gut, als Konter. Schon mal gut, aber der hat nicht mehr viel, so wie der da rumhängt. Das ist schon mal gut. So, du gibst ihm nochmal einen Hieb. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Ich hoffe, dass er nicht wieder einen Konter macht. Ich will nicht, dass der jedes Mal einen Konter macht, der dumme Typ da. Stirb doch einfach mal, verdammt. Oh, er hat schon mal wenigstens keinen Konter gemacht. Das ist schon mal gut. So. Oh, die sind echt heftig, ne? Wir haben 60, 70 Leben. Wir müssen echt uns ein bisschen anstrengen. Wir müssen, glaube ich, noch ein paar Tränke nehmen. 50 LP machen wir mal nochmal. Wir müssen uns echt hier vor allem ein bisschen bemühen, dass wir nicht wieder sterben. Das ist wichtig. Okay, wir haben schon mal volles Leben wieder. Das ist schon mal gut. Du nimmst hier auch nochmal einen Trank. Auch 50 LP. Komm, nimm sie. Ah, oh, du hast beide. Schade. 40 ist halt, 20 LP ist halt echt nicht gut, ne?
So, jetzt nimmst du dir aber einen Trank. Jetzt nimmst du den für 100 LP. Weil du hast ja fast keine mehr. Dann hättest du wieder voll. Sehr schön. Okay, und dann gegen den. Ja, ich will den halt eigentlich. Ich will den echt schaffen jetzt. Der darf da nicht mehr so viel haben. Oh, ja! Er ist weg. Na endlich, meine Güte. Jetzt nur noch die Spinne. Und da werden wir gleich wieder wechseln. Nee, warte. Wir werden wechseln gegen Finn, weil Finn kann das echt gut. Finn hat leider keinen Schutz vor Light dann. Aber wir versuchen das einfach so zu schaffen. Obwohl, eigentlich sollte Finn sich erstmal einen Trank gönnen, ne? Hier, Trank, Heil, Tonikum. Und danach kann er angreifen. So, dann machst du nochmal einen Hieb auf die Spinne. Wir dürfen sie einfach nicht angreifen lassen, dann ist alles gut. Dann machen wir nochmal einen Monsun. Der dürfte ja noch möglich sein. Dann hat er, glaube ich, keine MP mehr. Keine Mana-Punkte. Aber ist okay. Ja, ich mach die Folge jetzt viel zu lang, aber. Yes! Ach, sie ist auch nur mit wenig Leben reingestartet. Ich glaube, mit 70 starten die beim Dingensen wieder rein, oder? Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft und haben sogar fast den nächsten Levelaufstieg wieder. Also der Kampf war echt hart. Oh, sie ist auch aufgelevelt. Ich glaube sogar gleich zwei Level, wenn ich mich jetzt nicht versehen habe. Richtig cool. Du bist ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Und du natürlich auch, meine liebe Rubella. Cool. Schliffender Saphir. Hey, eine sprechende Fee. Nein, ein Glühwurm, gnädige Frau. Ha, du bist so erfrischend blau. Aurore, der Käfer passt zu dir haargenau. Wow, wie fies. Dunkle Kreaturen, jetzt wird mir klar, warum wir das Haus sollten reinigen. Der feine Herr hat uns ausgetrickst. Wollt sich nicht selbst peinigen. Oh ja, wir waren aber richtig gepeinigt. Naja, gut, wie gesagt, die Folge ist viel zu lang geworden, aber ich würde sie jetzt trotzdem hier an dieser Stelle beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns morgen dann hier in diesem Lavakeller wieder. Ich würde den ja nicht bewohnen wollen, aber gut, wenn der Typ halt möchte. Wir werden das wahrscheinlich dann zu Ende reinigen. Ich weiß nicht, wie viel wir hier noch erledigen müssen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare dazu da lasst, zu dem Ganzen, wie ich mich hier so schlage und wie ihr das Spiel findet. Ich finde das einfach traumhaft. Und ja, dann bis morgen. Tschüss.